Ich würde vorschlagen, du bekommst Uzen, ich bekomme die Provinz da unten, dieses Echizen und Kathipatake, die lassen wir einfach mal blechen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, bin ich auch für, dass wir Das die ist blechen auch lassen. Till, guckst du dann dran, wenn es mal Richtung Ende vom Krieg geht, dass sich niemand irgendwie die ganze Welt holt. Erfahrungsgemäß kommt man damit eh nicht klar. Also man krepiert an Korruption und so weiter. Deswegen vielleicht allen sagen, ein bisschen zu gemäßig, so zur Mäßigung aufrufen. Einfach nicht alles erobern. Weil Okay. das stresst auch die anderen, weil da muss so ein Zugzwang, da muss man auch alles erobern und ich will da ja eigentlich, sowas will ich nicht. Und ich Ja, habe mein Handy chillig nicht also. da. Ist Okay. Alina noch da? Bei Ja. Hi Minus. Alina. Und wie Hallo. geht's dir? Gut, hab 45 Minuten nach Hause gebracht. 40 Minuten. Mein Minus ist dezent ungeil. 45 wegen der dummen Autofahrer auf der Straße. Hey, das war so schrecklich bei uns. Wir haben auch eine Strecke, die fahren wir normalerweise in unter 10 Minuten, waren wir einfach 20, 30 Minuten unterwegs, weil da irgendwelche BMW-Fahrer waren, denen ihr Heck war quasi neben denen. Ah, 10 Prestige. Punkte Ich halte Omid. 150 Weißt du, Kilometer. Heiko, die hattet alle das gleiche Kennzeichen und du weißt welches. Nicht Ah, meins. oha, puh. Weißt du, die kommen in Schule wegen 2 cm Schnee zu spät, da hat es Stau gehabt und alles und ich bin mit 70 durch 10 cm Schnee gefahren. Und Muss die dazu heulen darum sagen, wegen deiner hier in zwei Stuttgart Krümel. lag so ein, 2 Zentimeter Schnee, aber ich habe schon Bilder aus meiner Heimat bekommen von Familie, Freunden etc. Ja, bei euch liegt ein bisschen mehr Schnee. Bisschen. Viel mehr. Viel, viel mehr. Gut, Till, kannst du mal kurz Leute fragen, ob ich auf 3 stellen kann? Okay. User left your Meine channel. Geldprobleme finde ich immer noch ungeil. Wie viel bist du im Minus? Noch nicht. Ich bin noch auf 16 positiv, aber Ich meine, wie viel gehe. verlierst du jeden Monat? Ach so, 0,81. Okay, schade, geht nicht. Aber ich Ja, kann meine dir. 5K fressen Geld. Ja, du kannst theoretisch User joined your channel. deine User Truppen. left your channel. Ja, du kriegst ja gleich Geld durch den Friedensvertrag. Du müsst ja gleich kommen. Wir haben ja die Belagerung ist ja durchaus fortgeschritten. Ja. Und du hältst ja noch ein Jahr durch, so wie ich das jetzt. Ja, sollte noch hinhauen. Ach komm, weißt du Ja. was, ich gebe dir jetzt 25. Wobei, du Nee, kriegst ja passt schon, später passt schon. Geld. Das ist cool. Passt Weil schon, ich passt bin schon. jetzt auch nicht hier so am. Das Rich Kid. Genau. Ja. Wir haben die flächenmäßig mit größten Nationen, aber das wenigste Geld. Ja. Ah, gut, meine Nation ist nicht schlecht. Also, ich habe tatsächlich jetzt keine großen Nachteile, aber. Schon nicht so. Ah, Senfgras ist rausgetappt. Okay, ich hatte jetzt Angst, dass er wirklich Probleme hat. So, ich gehe jetzt auch einfach auf 3 und wenn sie ein Problem damit haben, dann werden sie schon joinen. Werden sie schon reinkommen und meckern. Ich habe wieder meine Armee auf 5K komplett. Okay, wunderbar. Ja, dann wird es auch wieder billiger. Das ist ja nur, solange die regenerieren, erstmal Man teurer. informiert uns, dass ein Diplomat aus Schieber beim Aufbau eines Ja, Spionage-Netzwerks das ist entdeckt jetzt wurde. egal. Die sind ja. So, die Warum? können spionieren, wie sie wollen. Das bringt ihnen ja auch jetzt auch User nicht mehr joined your viel. channel. Ja, ist kein Problem, wenn Okay, wir auf 3 wunderbar. stellen. Bist du drei Die daran? Woko-Piraten und der Bahane-Schande. Ja, ich dachte, wenn 3 zu schnell ist, dann werden sie sich schon beschweren. Wir beginnen den Woko-Vorfall in Richtung offen bewegen. Oder Isola. Ja, ich will Richtung offen, weil ich will ja kolonialisieren. Also jetzt kommen wir zu dem Till, willst du das erklären vielleicht? Also es Offen und gibt so, ja. mehrere Vorfälle, die halt zum Isolationismus beitragen, ob man halt komplett Isoliert. isoliert ist oder halt offen. Surprise. Wenn ich mich recht erinnere, bringen, wenn man halt offener ist, bringt es Technologiebonus und wenn man halt cool ist, bringt es irgendwie Nein. ja, Uff. bringt halt beides seine Vorteile, muss man Lol, halt Toki steigt ein. schauen. Ja, Toki ist gerade also mit einem ganz grob gestiegen. gesagt, isoliert mal für die Leute, die jetzt vielleicht keine Ahnung haben, bedeutet, dass man quasi für sich ist, auf seiner Insel bleibt und so weiter und so fort und offen natürlich auch keine Ahnung, andere Technologien annimmt etc. Die Weltgeschichte hat gezeigt, sowohl isolationistisch als auch offen kann jeweils extrem in die Hose gehen oder auch sehr gut sein. Ich persönlich gehe auf offen aus dem einfachen Grund, weil ich eben Kolonien haben möchte. Da macht es Sinn. Und jetzt, wer fängt noch an? Weil bei mir ist der Krieg, unser Krieg ist jetzt rum. Kitikabe, so, von denen holen wir uns Geld. Das sind 15 Dukate, Glückwunsch. Kriegsreparation und zu den Dieser Imagawa. Tag haben wir jetzt gerade mit dem Bündnis eingegangen.
So, ich weiß nicht, wie viel Geld du jetzt bekommen hast, aber vielleicht auch ein bisschen was. 15, ich, warte mal. Ja, 15. Oder? Warte mal. Voll und volle Annexion. So, warte mal. Warte mal kurz, wo sehe ich nochmal? Belagert durch Uesugi und belagert durch Nambu. Okay, passt. Ich dachte schon, das dauert Jahre. Okay, von denen kriegen wir 40 Dukate, das ist schön. 40 Dukate hören sich lecker. Ja, yo, gut. Ich bin wieder im Plus, yay! User joined your channel. Ich krieg davon einfach 36, das war unfair. Sorry dafür, ich kann's nicht steuern. Also ich hab jetzt wieder plus, plus 0,41 dank dieser Provinz. Lol. Nein, das ist nicht schlecht. Das ist irgendwie heftig. Vielleicht, weil auch dein Amiot halt runter ist. Was? Seppuku erzwungen, was für ein Rotz, Regentschaftsrat von König. Hat jemand gleich was vor gegen Ito? Wo ist Ito überhaupt? Ito? Wo ist Ito? Oh Gott, ich habe so viel Admin-Punkte gerade im Verbrauch. Die Daten sind minus 45% schwächer als euch. Nee, Ito ist ganz weit weg. Dann rein da. Okay. Weil ich will das eventuell. Die Ito, das ist sehr gut, weil ich würde gerne Hatekayama angreifen. Ich verabschiede mich dann mal. Ah, tschau. Tschüssi. Aber ich würde dir empfehlen, wir haben jetzt Zeit, Nanbu. Mach ein Spionagenetzwerk und mach einen Anspruch drauf, dann ist es später alles nicht so stressig. Ja, bin dabei. Perfekt. Gegen wen? Du auf Date und ich auf Hatekayama. Ich hab die Daten mir jetzt auch als, Dings gegen's gesetzt. Als Rivale. Wunderbar. Ihr könntet ja, wenn ihr zum Beispiel Daten angreift, die haben noch Oda als Vermittler, könntet ihr auch noch euren Verbündeten Tokugawa in den Krieg rufen, sodass der auch noch was bekommen kann. Ja, ich hab Satake, habe ich mir auch gesichert. Also, wenn Daten angegriffen wird, würden die von. Was ist jetzt mit dem Internet los? Ja, irgendwas stimmt bei dir nicht. Ja, ich merk's gerade. Kritisch. Ja. Ich schau mal nach Europa. Aber auf jeden Fall, ich kann die dann von zwei Seiten einkesseln. Hallo an Lenard und hallo an Harry und Marvin braucht man für EU4 einen genauso starken Rechner wie für Harry. Also ich habe gehört, man kann mit einem sehr, 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 sehr schlechten Laptop mit wirklich einem unfassbar schlechten Prozessor und keiner Grafikkarte EU4 spielen. Problemlos. Man muss halt Abstriche machen. Klar, man kann jetzt nicht in beste Auflösung spielen. Eine Sekunde, ich glaube meine Maus. Ich muss mal hier ein paar Programme machen. Vielleicht lädst du nebenher was runter oder so. Das kann sein. Ja, ja, ich guck gerade mal, was da hier. Also, es geht. Ja, wir haben High Pause, weil er hat ja gerade ein Netzwerkproblem, was eigentlich gar nicht sein kann. Deswegen tappt er kurz raus und guckt. Nee, wir haben das nur benutzt, damit wir hochkommen können. Unser Krieg ist nicht beendet. Ziemlich. Also, wir haben gewonnen. Ah, perfekt. Wir haben auch gewonnen. Wir sind gleich sogar schon im zweiten Krieg. An euch auch nochmal, übertreibt sich mit dem Kriegen. Erobert nicht, wenn ihr jetzt gegen fünf Länder spielt, zwanghaft alle Gebiete. Aus dem einfachen Grund, wenn ihr das macht, müsst ihr das auch machen. Sonst gibt es irgendwann Wettrüsten. Und dann geht einer, krepiert einer dran, weil er zu wenig Admin-Punkte hat und so. Wir können es langsam und gemäßigt angehen. Kein Stress, alles gut. Also, man kann sagen, ich habe mein Land verdoppelt. Ich habe die Provinz erobert. Ja, ich habe mein Land nur um 30% erhöht. Scheiße. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ja, ich wurde in Krieg gerufen, wurde direkt zerstört. Super. Oh. Tut mir uns immer noch leid. Das ist richtig. Also, ja, Hago? Ja? Ich habe jetzt mir nochmal die Shiba mit C als Verbündete. Also ich habe da unten jetzt zwei Verbündete gegen die Daten zusammen. Ja, es gibt ja zwei Shiba. Ja. Mit C. Das ist dämlich. Ich hinterfrage nichts. Übrigens an alle Leute, die eine Grenze zum Shogun haben. Ja. Baut mit dem Beziehungen auf. Greift euch ja wahrscheinlich nicht so hart an. Weil wenn ihr irgendwann zu mächtig werdet, greift der euch vielleicht irgendwann an, weil... Wie angreifen? Der Shogun kann dich nicht angreifen. Doch, der Shogun kann dich angreifen. Und das macht er auch sehr gerne. Der kann dich auch diplomatisch annektieren. Ja eben, und deswegen solltet ihr mal... ja, ich verbessere die Beziehung. Vielen Dank für den Tipp. Verbessern, Nanbu, ja. Du bist tatsächlich, also du lagst jetzt nicht mehr, aber ich sehe, dass du durchaus immer der Letzte bist, der zum Beispiel 9 Monate lädt. Ja, Achtung, ich schaue, Shiki kommt. Ja, ich verstehe, ich habe meine Einheiten unterwegs. Aber es hält sich in Grenzen. Mhm. Ja, das kann sein, das liegt ab und zu mal an unserem Internet im Dorf. Pardon. Ah, okay, im Dorf. Ja, gut, das kenne ich so gut. Ich habe sehr, sehr, sehr lange, um genau zu sein, 20 Jahre meines Lebens in einem Dorf mit 3.500 Einwohnern gelebt. Bei uns steht schon seit Jahren ein Schild, hier wird es bald 100.000 geben von unserem Internetanbieter und nichts kommt. Ja, bei, so uns, ätzend.
Bei uns gibt's Telekom-Glasfaser, aber 200 Meter vom Haus weg. Classic. Wir haben auch, ich habe Leute gekannt, da gab's auch, also bei uns, ich habe die Story schon 100-mal erzählt, aber das Dorf, aus dem ich komme, wurde, weil wir dieselbe Vorwahl haben wie die nächstgrößere Stadt, und das vorwahlsweise ausgewählt wurde zum Testgebiet der Telekom, weswegen wir sehr, sehr schnell neue Technologien bekommen haben und deswegen auch jetzt relativ schnell, ich glaube, demnächst schon 400.000 Leitung kriegen. So, und der Typ... Der ist aber nicht in diesem Bereich drin. Bedeutet, in diesem Dorf, wo man schon echt Glück hat, weil die Dörfer drumherum haben alle maximal 50.000, wenn sie Glück haben, kriegen wir 400.000. Und er hat einfach irgendwie, ich glaube, nur 2 oder 4.000. Oh, das kenne ich. Und das ist halt richtig, richtig übel. Na, ich habe auch mal in einem Haushalt ein halbes Jahr lang gelebt, wo 5 Leute auf 2.600.000 gelebt haben. Hurokawa, ich habe die Ishiki komplett vernichtet, wir haben keine Kriegsgegner mehr. Ich würde jetzt das angreifen, ist cool. Würde wer helfen? Also Heiko, du oder... Bei was? Wen? Hier. Nano, also direkt dein Nachbar. Großer Nachbar. Warte mal kurz, ich kann das irgendwie gründen können. Ah, hier. Heiko? Ogasawa. Oh, warte mal, welche? Direkt unter dir. Warte. Südwestlich von dir, Shinano. Oder ist das Ito? Ogasawa. Achso, ja, von mir aus, ich wäre gleich dabei, ich rekrutiere gerade noch eine Einheit. Ja, Heiko, ja. Dann soll der Stream gehen. Eigentlich bis 9, wahrscheinlich wird es wieder 9:30, aber eigentlich ist schon mal geplant 10, aber ich muss leider morgen um 6 Uhr aufstehen. Du musst morgen um 6 Uhr aufstehen? Ich fühle mit dir, ich muss um 5 Uhr aufstehen. Ja, das ist nicht so schön. Ich muss noch ein, zwei Sachen machen. Oh, ja gut. Ja, meine Mutter und meine Schwester sind, also arbeiten im Altersheim. Ja, Betreuung FSJ. Kann ich, oder? Hallo, Paubi. Ja, du kannst den Krieg. Okay. So, betreib mal ein bisschen Rollenspiel. Wer ist alles bereit, mir Tribut zu spenden? Was? Wer ist alles bereit, mir Tribut zu spenden? Na Digga, was ist jetzt los? Was für Tribut? Na genau der. Ihr könnt ja eure... Du kannst mir gerne Geld geben, aber ich gebe dir keins. Ihr könnt ja eure Stände ausnutzen. Oh, stimmt, also, Stände, ganz vergessen. Nambu, sehe ich, du hast es neu gemacht. Ich gebe dir Tribut in dem Sinne, dass ich dich nicht angreife. Ich... Ja, okay, gut, das reicht mir. Das ist schon mal gut. Das hört sich schon mal verlockend an hier. Ich habe meine Stände noch nicht ausgebeutet. Ja, das ist durchaus eine wirklich vorhandene Sache. Ich muss mal gucken. Ich habe die Stände gerade eben gesehen. Ich bin gerade ein bisschen... Ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch. Achso, ihr kennt die nicht, oder? Manche von euch. Ja, doch, ich weiß. Okay, gut. Ich sehe Hosokawa, du hast es auch noch nicht gemacht. Okay. Hey, was Parlament wollen wir denn genau machen bei denen? Also man tut also, meistens bei diesem Parlament oder Monopol einberufen oder sowas. Da kriegt man dann Loyalität von und davon kann man sich dann sowas wie Admin-Punkte oder sowas kaufen. Ja, genau. Parlament kannst du bei den Bushidos, bei den Bushi einberufen. Es gibt auch noch eine einzelne Parlament-Mechanik, aber das ist noch was anderes. Und beim Adel bekommst du, also beim Bushi bekommst du Militär, beim Kaufleute ein Diplo und beim Klerus Admin-Punkte. Ja. Und man sollte warten, bis man genau 60 hat und dann 20 runtergeht, da hat man nämlich auch 14 und bekommt keinen Malus, dass sie einen hassen. Hä, wo bekommt man überhaupt das Parlament? Also, wenn du auf dein Land gehst, ja. da ist so ein Tab ganz hinten, der ist Stände. Und du? Ja. Und dann müssen da so 3 Stände sein. Also ich habe meine Bushis jetzt mal ausgenutzt. Ja, kann man damit was machen? Ich habe mein Standardproblem bei meinen Livestreams, ich finde mein Handy nicht. Und was du da auch machen kannst, ist, wenn du hier Dings kriegst, du kannst auch irgendwie Minister und so weiter einberufen, dann abgewiesen. Und du kannst dich Münzen geben. Oder zusätzliche aber die kriegen dann Autonomie. Das ist nicht so gut, wenn man sich das überlegt. In einem bestimmten Bereich Einfluss dann die Autonomie nicht mehr. Und man bekommt bei den Bürgern zum Beispiel auch einen Bonus auf Handelseinfluss. Ja. Also bei Handelsprovinzen los ist sie eigentlich immer die Bürger reinzustellen. Zum Beispiel, wenn desto höher der Einfluss, desto mehr Admin-Punkte kriegst du von denen. Zum Beispiel, wenn der Einfluss über 75 geht oder 75 ist, dann kriegst du 150 Admin-Militär- oder Diplomatie-Punkte, je nachdem, welchen Stand. Alles darunter 100 und ich glaube, unter 50% sind es dann nur noch 50. Ja. Einen schönen Abend. Schreibt jemand? Ich will mir ganz kurz was zu essen holen. Und wenn wir den Einfluss haben, gibt es einen Machtputsch und dann hast du ein Problem. Ja, das ist ganz schlecht. Wir haben übrigens einen Krieg gewonnen, Hosokawa. Wir könnten eigentlich mal Frieden schießen. Ich weiß, ich bin gerade dabei. Du Kernprovinz. Wunderschön. So, ich bekomme 2 Dukaten von 15. Schön.
Und du schuldest mir 10 Gefälligkeiten, weil ich so viel in diesem Krieg getan habe. Okay, das finde ich jetzt eher ein bisschen ungeil. Der Verbündete, der Date, ist auch der Verbündete meiner Verbündeten. Warum schuldest du dir gefallen? Du hast hier Hiroshima bekommen. Lol. Rikusen, Anspruch erheben. Heiko, du hast die Provinz bekommen. Ja, sollst du die geben, ja. Ja. Willst du mich heiraten? Ich habe dir eine Heiratsanfrage geschickt. Willst du mich heiraten? Ich zeig dir einen kleinen Tribut auf jeden Fall. Dann halt nicht. Ich hätte dir ja vorne Mitgift zu schicken, aber Tribut nein. Hosa, Papierschiff, ich muss einen Verbündeten von dir angreifen. Gleich. Ja, ja, die Hatte Kayama, die trennen mein Gebiet, also ich muss die angreifen. Du machst die Hatte Kayama fertig? Ja, ja. Moment, die haben irgendwie auch... Das finde ich eher ungeil, weil die sind mit meinen Verbündeten verbunden. Das Problem ist, ich brauche die, weil ich habe zwei Provinzen, die sind von denen getrennt, also die haben keinen Zugang zu nehmen. Also ich brauche die unbedingt. Aber, das Gute ist, wenn du die wegmachst, kann ich dann die Date wegmachen. Genau, jetzt warte mal, wer will die Date wegmachen? Nanbuba. Ja, genau, das ist der Punkt. Also, wir haben drei... also Hosokawa... Ich habe das Bündnis aufgelöst, aber ich hätte gern das Ki, also K-I-I, das ist eine Provinz auch von den Hatakayama. Und die haben zwei Provinzen? Unter meiner Einflussfähre ja, bleibt. Einmal ganz im Süden von der Hauptinsel. Okay, Provinz lassen wir einfach so, wie sie ist, okay? Gut. Gut. Das bedeutet, wir haben noch als Feinde Date, Nanbu, das machst du, das kriegst du hin. Jo. Und Ando. Stark. Ando ist da oben, da helfe ich. Ando sind direkt links neben mir. Okay. Die das sind beides meine Kuschelfreunde. Okay, die du kriegst ja beide Länder, aber dafür kriegst du beim nächsten Krieg einmal nichts, okay? Wollen wir Uchi angreifen? Okay. Gut. Und was sind das jetzt schon wieder? Und ganz kurz noch Tokugawa, ich nehme dich in den Krieg mit. Westlich von dir. Ja. Redet ihr erst. Also westlich von dir, die könnten wir angreifen, die sind auch gerade auch im Krieg. Und haben im Prinzip keine Verbündeten, außer einen, den ich aber ganz schnell wegmachen könnte. Na, aber ich habe jetzt schon zwei Provinzen, Oberst ist Oberst noch eine. Das okay, dann warten wir erstmal, bis wir mit den Appenpunkten okay sind. Okay, dann. Wir haben doch Zeit, das Spiel geht 400 Jahre. Ja, es ist ja gerade eine gute Möglichkeit anzugreifen. Ich habe übrigens einen komplett legitimen Anspruch auf Data, ne? Wer, Nanbu? Ja, ja Nanbu. Das ist absolut in Ordnung. Spionagenetzwerk. Ja, ich mach das im Putin-Style. Also die Krim gehört jetzt uns, weil die gehört uns. Oh nein, warte mal. Oh, Scheiße, mal los. Aufpassen. Ja, ja. Ich helf grad in dem Krieg. Ja, jetzt ist die Renaissance angekommen, meine Freunde. Ach du Kacke, davon noch schnell forschen. Wer soll denn die Renaissance jumpstarten? Wer will das denn machen? Oder besser gesagt, wer hat einen ziemlich guten Herrscher und hat sehr viele Punkte. Also wenn ich weiß, was Jumpstarten ist. Ich hab knapp 400 Admin, 500 Diplo und 300 Mil. Okay, jetzt erklärt mal ganz ruhig, um was es geht. Also es gibt ja sogenannte Institutionen. Ja, das ist soweit. Und diese Institutionen, wenn du die nicht hast, geben dir die Technologie. Ja, das weiß ich. Bis die Institution von Italien bis nach Japan kommt, dauert es arschlange. Ja, das die meisten Leute wollen das nicht. Ja, ich auch nicht. Deswegen, es gibt zwei Wege, wie man halt Renaissance fördern kann. Also wenn sie halt ein anliegendes Land hat, dann kommt die zu dir rüber, über die Jahre. Aber ich hab einen Komet, so ein Scheiß. Dauert dann ein bisschen. Mhm, oder indem man entwickelt. Aha. Ja. Und das muss man so lange machen, bis die Renaissance dann halt bei dir nicht gespawnt ist, sondern erscheint. Okay. Also, wie viel Entwicklung braucht man da? Sehr viel. Sehr viel. Das ist wirklich so 900.000 Admin-Punkte oder so. Ein bisschen mehr, glaube ich, sogar schon. Auf Ackerland geht es am besten. Also da kostet es am wenigsten Punkte, weil da hat man noch ein Verbilligung okay drauf. Setu wird die größte Stadt in Japan. Was wird die größte Stadt in Japan? Setuzu. Übrigens, Tokugawa, ich führe gerade deinen Krieg. Was für ein Setuzu? Ja, danke. Setsu, die Hauptstadt von Hosokawa. Achso. Mach mal weg. Es sind ja Leute da, die mal Ahnung haben. Kann mir mal einer erklären, was dieser Merkantilismus bringt? Merkantilismus bekommst du mehr Handelseinfluss dadurch. Das kann man vor allem durch Events erhöhen. Und ansonsten mit 100 Diplopunkten sollte man aber nicht machen. Okay. Handelseinfluss global und Effizienz-Embargos.
Ich muss mir gerade ein bisschen Geld ansammeln für den nächsten Krieg. Wie lange wirst du streamen? Bis ungefähr 21 Uhr verspreche ich und vermutlich länger. Genau, der Krieg mit den Tokugawa, das dauert jetzt gerade schon ein bisschen länger als gewollt. Ich erober gerade den ihre letzte Provinz, von denen rennen noch irgendwie 2000 Mann durch die Gegend. Die solltest du vielleicht noch irgendwann mal töten. Ich hab die jetzt zwar angegriffen, mehrfach und besiegt, aber das Problem ist, die rennen halt von mir weg und ich habe jetzt keinen Bock, denen hinterher zu rennen. Ja, ich renne hinterher. Weil... Ja.